Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es mal um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich ums Essen. Und gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist, auf einer Tour oder Radreise, am besten noch mit dem Zelt, hat man abends, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, so richtig Hunger auf was Leckeres, auf was Deftiges. Dann hat man die Möglichkeit, in eine Gaststätte einzukehren, sich dort was zu essen zu besorgen, irgendwo an einer Imbissbude was zu machen, Essen zuzubereiten oder zu kochen. Und das ist auch schon der feine Unterschied, den ich mache. In meinem letzten Video ja zum Beispiel habe ich Zwiebelsuppe mit Maultaschen gemacht. Das ist für mich Essen zubereiten. Das war was Fertiges, was man dann erwärmt oder halt ein Pulver ins Wasser einrührt. Ein Unterschied dazu ist natürlich richtig kochen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, umgehört, umgeguckt, was man da so machen kann. Ich habe ja meinen Campingkocher, den Trangia, den ich dann gerne mitnehme. Und zum Essen zubereiten, okay, aber zum Kochen, naja, ist manchmal mal halt schwierig. Da ist man doch eingeschränkt mit nur einer Herdplatte sozusagen. Was kann man da machen? Dann habe ich was Feines gefunden. Da hat schon mal jemand was ganz Leckeres zubereitet, nämlich Schichtfleisch im Trangia, was eigentlich bekanntes Dutch-Ofengericht ist. Normalerweise mache ich Schichtfleisch auch sehr gerne. Dann nehme ich aber hier diesen Kameraden zu Hilfe aus Gusseisen. Hier mein Dutch-Ofen. Das ist ein kleiner 4,5 Liter Topf. Da kann man super kleine Portionen Schichtfleisch drin machen. Dann brauche ich aber auch Kohlen für oben, drüber und unten drunter. Und der ist ja auch nicht ganz leicht aus Guss. Für eine Radtour ist das nichts. Also heute dann mal Schichtfleisch. Nicht aus dem Dutch-Ofen, aus dem Trangia. Also ich war einkaufen, ich will jetzt auch nichts dazu holen, was ich nicht dabei habe. Weil ich was vergessen habe, habe ich halt Pech gehabt, da muss ich jetzt mit klarkommen. So, erstmal, was habe ich eingekauft? Für mein Schichtfleisch natürlich Fleisch. Normalerweise nimmt man für sowas Schweinenacken, der soll auch ruhig fettig sein, also ohne Knochen, das ist ausgelöst, aber ruhig fettig. Das wird dann über gut 3 Stunden praktisch dann geschmort und das Fett löst sich dann und gibt dann den guten Geschmack dabei. Das geht im Trangia so nicht. Angeblich dauert das Rezept hier im Trangia auch nur eine halbe Stunde. Bin ich mal ganz gespannt. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mir 2 Schnitzel besorgt. Das ist ja eher mager. Aber dann habe ich auch eine Chance, halt, dass es nachher nicht so fettig sehnig ist. Was brauche ich noch? Ja, Geschmack. Wenn ich schon kein Fett habe, muss ich ja irgendwie Geschmack ans Essen bekommen. Wenn es kein Fett dabei ist, hilft immer Alkohol. Darum hier ein Fläschchen Rotwein. Das kommt nicht ganz da rein. Im Rezept steht 1 Glas Rotwein. Ich habe auf Touren kein Glas dabei. Ich habe immer nur meinen Becher dabei. Dann kommt halt 1 Becher Rotwein rein und der Rest ist dann für einen Koch oder zum schön Trinken des Gerichts, falls es nichts wird. Was habe ich noch dabei? Ja, mein Multigewürzstreuer. Ist ja nicht unwichtig. Barbecue-Soße. Ein bisschen Öl. Zum Anbraten, weil ich mache mir dazu Bratkartoffeln. So, die Kartoffeln. Natürlich so, wie man sie im Laden kaufen kann. Auf Natur kann ich ja nicht gekochte Kartoffeln irgendwo erwerben. Habe ich jedenfalls noch nirgendwo gesehen im Supermarkt. Und darum in den Rezepten steht immer drin, gekochte Kartoffeln wie Bratkartoffeln. Das geht auch mit rohen Kartoffeln. Man muss halt nur ein bisschen Zeit investieren und die ordentlich klein schneiden. Dann geht das unterwegs auch. Und eine Zwiebel. So, alles ausgepackt. Mehr gibt es nicht. Dann zum Kochen, meine Outdoor-Küche, mein Trangia. So, Geschirrhandtuch darf auch nicht fehlen. Und ab heute Premiere, erste Mal kochen mit der Gaskartusche, mit dem Trangia-Gasbrenner. Ich habe bis jetzt immer mit Spiritus gekocht und da freue ich mich jetzt drauf, dann kann ich nämlich richtig schön regulieren und habe auch am Ende viel mehr Hitze als mit dem Spiritusbrenner. Und es rußt nicht, es wird nicht schmutzig. So, um die Zeit jetzt hier sinnvoll zu nutzen, ich war jetzt ja den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs oder wandern und habe Hunger, mache ich mir als erstes den Trangia jetzt hier startklar und werde mir dann die Bratkartoffeln zubereiten, weil die brauchen ja einen Moment, bis die durch sind, bis die gar sind. Ich muss die Kartoffeln ja auch noch schnibbeln. Geschält werden die nicht. Die kommen da so rein. So, ein Topf zum Kochen, einen für die Vorbereitung. Kaum ausgepackt, schon wieder alles durcheinander. Da habe ich ein Talent für, ne? Also es stürmt ganz ordentlich und regnet und ist dunkel. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe mir ja mein Mikrofon jetzt extra hier ganz nah
Richtung Mund platziert, dass der Ton hoffentlich auch gut rüberkommt. So, ein bisschen mit Verstand das Ganze machen. Also, Gasbrenner. Übrigens, Original Trangia. Kein China-Schrott. Nee, bei solchen Sachen dann bin ich dann noch vorsichtig. Da möchte ich jetzt nichts haben, wo irgendwie Gas austritt und das Feuer sich dann an der Stelle entwickelt, ja, die Flamme, wo ich sie gar nicht haben möchte, weiß ich nicht. Dann doch lieber das original schwedische Produkt zum ordentlichen Preis, aber ich hoffe dann auch sicher. So, Brenner ist soweit vorbereitet. Geht's den Kartoffeln jetzt hier, etwas gesagt, an den Kragen. So, dann mache ich so richtig kleine Würfel, dass ich auch wirklich eine Chance habe, die Kartoffeln eine Chance haben, dass sie gar werden. Und der Vorteil ist natürlich, dann gibt es ja auch viel mehr Röstfläche, ne? Das mag ich ja auch ganz gerne. Wenn ich mir das so angucke, waren meine Augen und mein Appetit da wahrscheinlich wieder größer als meine Pfanne. Ups. Aber das werden wir gleich ja sehen. Zwiebel kommt natürlich auch noch rein, die schneide ich aber dann gleich, wenn die Kartoffeln schon unterwegs sind sozusagen. Was brauche ich jetzt noch? So. Feuer brauche ich erstmal hier. So, das Gas ist an. Der Brenner funktioniert. So. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich benutze ja gerne diese Weithalsflaschen. Ein bisschen mehr Öl. Die sind dicht und für Flüssigkeiten wirklich eine super Sache. Das geht ja wirklich ratzefatze hier, ne? Das ist schön. Schön heiß wird, muss man ein bisschen gucken hier, weil so fett auf Augenhöhe. Wenn das gleich spritzt, da habe ich jetzt ja auch keine Lust drauf. Ja. Naja, doch noch, wie ich finde, ein ganz gutes Augenmaß. Ne? So, gehen wir ein bisschen an die Seite, dass ihr mich auch sehen könnt. Und da gucke ich mal, wo ich mein Schneidbrett jetzt hingelegt hier. Geht's der Zwiebel ankragen. So. Und ich bin da sehr gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Als ich mir das Rezept angeguckt habe, dachte ich mir, ist das jetzt als Scherz gemeint? In der kurzen Zeit kann sich ja Fett aus dem Fleisch nicht lösen. Und dann zu Geschmack werden. Man braucht ja schon ein bisschen Zeit, braucht das ja schon. Und wie gesagt, normalerweise im Dutch Oven brauche ich dafür schon mal 3 Stunden. Und ich werde euch das Essen nachher auch nicht schön reden. Entweder es wird was oder es wird nichts. Gegessen wird es auf jeden Fall. Und wenn das was wird, dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf eine Tour mit Übernachtung mit dem Zelt und dann gibt es das. Für sowas bin ich jetzt so begeistert. Ne? So, wie gesagt, Zwiebeln. Ja, wenn da ein bisschen Schale mit reinkommt, ist das auch nicht so ein Drama. Also ganz viel Zwiebel passt da jetzt auch gar nicht mehr rein. Ne? Muss ich mal gucken, weil ich brauche gleich für Schichtfleisch zum Schichten ja auch noch Zwiebeln. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen hier aus das kleinteilige Zeug hier für die Bratkartoffeln und dann die größeren Zwiebelstücke dann gleich zum Schichten.
Ja, diejenigen von euch, die sich schon mal mit Schichtfleisch und das oben beschäftigt haben, werden sich jetzt fragen, ja, der gute Junge hat ja sein Fleisch, aber wo will er denn jetzt schichten nur mit Zwiebeln? Der hat doch was vergessen. Genau, ich habe den Schinken vergessen, den hatte ich noch im Kühlschrank. Also das habe ich mir jetzt mal erlaubt, noch mal eben den Schinken aus dem Kühlschrank zu holen. Wenn das natürlich outdoor passiert wäre und den noch im Kühlregal im Supermarkt liegen würde, Pech gehabt. Aber ich will das ja vernünftig nachkochen und ausprobieren und von daher der Schinken. Muss ich mal gucken hier, mal ein bisschen würzen. Ich habe hier meinen 6-Gewürzestreuer für unterwegs. Das ist ja auch eine feine Sache. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Schmeiße ich schon mit dem Essen. Aber wie gesagt, ist extra auf ganz kleine Flamme, dass die Kartoffeln eine Chance haben, gar zu werden. Dann habe ich jetzt hier meinen beschichteten Trangia-Topf. Den lege ich jetzt aus mit Schinken. Hier an den Seiten, dass man es nachher schön zuklappen kann. Als nächste Schicht kommt dann Zwiebeln, gerne auch als Ringe, aber das habe ich jetzt da irgendwie schon ruiniert, als ich die Zwiebel halbiert habe. So, dass das Fleisch halt nicht direkt unten aufliegt. Und Zwiebeln geben dann auch Flüssigkeit ab. Das ist für dieses Gericht auch nicht ganz unwichtig. Dann jetzt, wie gesagt, Schnitzel. Die mache ich ein bisschen kleiner. Und ihr glaubt gar nicht, was ich gespannt bin, wie das funktioniert hier. Jetzt für den Geschmack, das Ganze ist ja noch gar nicht gewürzt, jetzt außer Zwiebeln, Schinken und Fleisch. Das heißt, salzig wird das ja automatisch durch den Schinken, das er geräuchert, Barbecue-Soße. Viel hilft viel. So. Und ein Glas, in meinem Fall Tasse Rotwein. Schinken drüber. Wir warten noch mal ein Momentchen, dass die Kartoffeln noch ein bisschen garer sind und dann wird es Zeit. Noch mal eben Garprobe. Ganz gar brauchen die noch nicht sein. Okay. Minuten steht im Rezept. Ich starte die Stoppuhr. Dann schauen wir mal. Ne? Deckel drauf. Und warten. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal den Rotwein verköstigen. Zum Wohle. Nach 10 Minuten jetzt, Kilometer 10 ist auch gut. Nach 10 Minuten jetzt schauen wir mal rein. Es kocht ganz ordentlich. Und meine Idee ist ja auch, dass ich die Pfanne jetzt oben auf dem Topf habe, unten kocht das, dass die Bratkartoffeln natürlich noch ein bisschen warm gehalten werden, noch vielleicht noch ein bisschen nachgaren, weiß ich nicht. Man muss sich halt irgendwie arrangieren, ein bisschen improvisieren mit der Küche, die man hat. Ne? Ja, wenn das funktioniert hier, dann freue ich mich. So,
Dann warten wir mal weitere 10 Minuten ab und schauen mal, wie es dann da drin aussieht. Mittlerweile sind gut 20 Minuten vergangen und wir riskieren noch mal einen Blick auf das Schichtfleisch. Ja, es kocht ganz gut. Ich piek's da auch mal kurz rein. Bin ja neugierig, dass ihr auch was sehen könnt hier so. Ja, doch. Das macht gar nicht so einen schlechten Eindruck, ne? Ein Problem am Rezept habe ich allerdings festgestellt. Der Rezepteersteller hat ja geschrieben, ein Glas Rotwein. Jetzt habe ich mir so eine kleine Flasche besorgt und die halbe Flasche ist ja schon in dem Gericht gelandet, das Glas halt. Und der Rest ist ja, wie bekanntlich ja immer für einen Koch von dem Wein. Und eine halbe Stunde war das jetzt ganz schön lang. Da ist so eine kleine Flasche Rotwein doch schon ein bisschen wenig. Ne? Ein Quatsch, macht nur Spaß. Das ist natürlich zum Kochen und ja gut, was soll man mit dem Rest sonst machen? Muss ich halt trinken. Man kann ja auch Gemüsebrühe nehmen, aber Leute unterwegs Gemüsebrühe jetzt auch noch fertig machen. Irgend Wasser einrühren in so ein Instant-Pulver und dann erstmal warm werden lassen und so weiter. Das ist ja noch mehr Aufwand. Ne? Von daher, da muss man noch alles mitschleppen, dann Gemüsebrühe. Darum ist Rotwein eine ganz praktische Sache. Und in der Regel bleibt bei so einem Essen ja auch dann nichts über. Und nach einer Radtour eine große Flasche Rotwein wäre vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man alleine unterwegs ist. Und dieses Gericht hier für zu zweit, weiß ich jetzt auch nicht, ja doch von der Menge her. Ich überlege zwei Schnitzel, die Zwiebel, die Bratkartoffel. Ja, muss mal gucken, wenn ich jetzt meine Augen da dann doch größer waren als mein Appetit. Wir schauen mal. Schaue ich nochmal? Nein. Ich warte jetzt ganz artig die letzten 10 Minuten ab. 30 Minuten sind jetzt vergangen. Ich halte mich natürlich ganz genau an das Rezept. Und darum kommt das Fleisch jetzt vom Feuer. Sieht schon mal nicht schlecht aus und könnte auch was geworden sein. So, das mal eben an die Seite. Muss ich hier meine Bratkartoffel noch zu Ende braten. So. Komm mal her. Probiere ich doch mal eben schon mal die Soße. Ist ein bisschen sehr flüssig. Oh, ich freue mich. Komm, die Bratkartoffeln kriegen schnell noch einen drüber. Mal hier richtig Gas geben. Ich versuche ja auch immer mit möglichst wenig Gepäck unterwegs zu sein. Dann haben wir auch keinen extra Teller dabei, nicht? Also aus dem Topf. Das heißt, die Bratkartoffeln kommen da auch gleich mit rein. Und ich schau mal, wie es hier aussieht. Also wenn ich Schichtfleisch im Dutch Oven mache, wie gesagt, 3 Stunden. Das hier waren jetzt 30 Minuten, dann zerfällt das auch richtig, das Fleisch. Das tut das jetzt hier nicht. Ich muss schon ein bisschen, was gesagt, Gewalt anwenden. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen schneiden. Ich guck mal. Ja, aussehen tut das ja schon mal okay, aber muss auch mal gucken, ob es auch was geworden ist. Ne? Nicht schlecht. Tippitoppi. So Bratkartoffeln hier fertig werden. Ist es nicht mit Dutch Oven vergleichbar? Kann ja auch nicht. Da müsste das Fleisch auch, wie gesagt, fettiger sein. So, auf jeden Fall ist es gar. Und es schmeckt auch. In dem Sinne, guten Appetit wünsche ich mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da.
Ich finde das Gericht absolut gelungen. Mal richtig kochen, Outdoor, und nicht nur Essen zubereiten. Und ich sage Dankeschön an den Rezepteersteller, an den, der mich da auf die Idee gebracht hat. Das ist der Volko König. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung den Kanal. Der hat nämlich auch ein Video darüber gemacht. Ich konnte es halt noch nicht glauben, dass es funktioniert. Aber, wie heißt es so schön bei uns im Krankenhaus, wer heilt, hat recht. Und das hier halt funktioniert. In dem Sinne, tschüss, alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Swobo. Mmh.